Sei ganz herzlich gegrüßt, mein lieber Zuschauer, meine lieben Leser. Ich begrüße dich erst einmal jetzt zum zweiten Wochenhoroskop des Jahres und natürlich des Monats Januar. Es geht um die Woche vom 11.01. bis zum 17.01. Und der Spruch der Woche lautet: Wir haben den ersten Neumond des Jahres in Verbund mit unserer Sonne und den Gesellschaftsplaneten Neptun und Pluto. Und alle Planeten werden nun wieder direktläufig. Ja, meine lieben Zuschauer, liebe Leser, wir haben am 13.01. gleich in der Früh um 6 Uhr unseren ersten Neumond des Jahres. Und Sonne und Mond verbinden sich in einer Umarmung miteinander und das direkt im Behördenzeichen Steinbock. Mit einem Neumond, wie ihr ja wisst, verbinden sich immer auch die Möglichkeiten zu Neuanfängen, zu irgendwelchen Veränderungen, zu einem besonderen Neustart. Bei manchen könnten da jetzt vielleicht gerade wieder die Antennen ein bisschen nach oben wachsen, was uns denn da jetzt wieder in weiser Voraussicht eventuell an neuen Beschlüssen aus Behördenbereichen da ins Haus stehen könnten. Ich kann sagen, grundsätzlich ist dieser Neumond erst einmal relativ harmonisch aspektiert, also diese Neumond-Kombination. Da gibt es allerdings ein paar Einschränkungen. Er ist aber sehr gut zum Neptun aspektiert, unserer höheren Oktave der Liebe und unserem Seelentieftaucher. Also er steht auch hier, der Neumond, einmal in enger Umarmung mit der Sonne und dann auch in enger Umarmung mit unserem tiefgreifenden Wandler Pluto. Und der ist ja bekannt für seinen großen Strukturwandel, also dass er dort ganz besondere Aufgabe hat im Strukturwandel. Und diese Kombination ist jetzt so eine Planetenballung, die man auch im Astrologischen als ein Stellium bezeichnet. Und das sind auch meistens, wenn so mehrere Planeten auf einem Punkt stehen, in bestimmten Bereichen, dann hat das immer was mit Auslösern für wichtige Ereignisse zu tun. Tja, und Neptun jetzt dazu in Harmonie vermittelt die Tendenz, dass man sich auch gerne in den Rückzug begibt, dass es einfach auch für Rückzug geeignet ist und auch für eine Kontemplation. Und so eine Neumondenergie ist ja, weil es die Hälfte des Monats immer ist bis zum Vollmond und dann wieder abnehmender, zunehmender Mond, ist immer eine 14-Tage-Zeitraum. Und diese Ausrichtung hat jetzt also eine Bedeutung für die nächsten 14 Tage. Nach so einem Neumond, besonders im Steinbock, wandert dann am Nachmittag desselben Tages dieser Mond in den Wassermann rüber. Und er aktiviert dort mit seiner mitgenommenen Energie dieses Dreifachstelliums aus dem Steinbock direkt, also in die Saturnenergie, also hinüber in den Wassermann, welcher dann von Saturn und von Jupiter sozusagen energetisch aufgeladen ist. Und Jupiter ist ja unser Glücksplanet und auch Merkur, der Denker und Planer und Geschäftemacher, der wird also über Merkur jetzt repräsentiert und jetzt alle Planeten zusammen, die stehen jetzt in einem mächtigen Spannungsfeld zu Mars. Jetzt wird es spannend, denn das ist ja nun unser Energielieferant und diese ganzen Planeten stehen jetzt natürlich auch mit Uranus, unserem Revolutionär, im erdverbundenen Stier in Verbindung. Man könnte also das Gefühl bekommen, dass hier Kräfte am Werk sind, die etwas irgendwie aus den Angeln heben könnten. Also das kann sich natürlich sehr, sehr stark auch auf das persönliche Leben auswirken. Dieses Spannungsfeld begleitet uns grundsätzlich erstmal bis Freitag in dieser kommenden Woche und ich erkläre hier im Zusammenhang dann auch gleich nochmal die dazugehörigen Mars-Konflikte. Als Information mal in eigener Sache. Du hast die Möglichkeit, dich auch gut auf bestimmte Zeiten vorzubereiten,
wenn du mal auf meiner Webseite schaust, direkt auf meiner Startseite www.bärbel-reuth.de, dort kannst du mein Jahrbuch der Wochenhoroskope 2021 abrufen, wo auch sehr genau beschrieben ist, was sich so in den Wochen so entwickelt, was so im Feld ist, was sich entwickelt. Individuell ist natürlich dann ins Verhältnis zu setzen, wie das persönliche Energiefeld dazu platziert ist. Und da hast du natürlich dann die Möglichkeit, wunderbar bei mir auch ein Beratungsgespräch zu buchen, einfach auf der Webseite den Menüpunkt Beratung begehen und dort kannst du dann natürlich auch persönlich eine Beratung von mir bekommen. Ja, das kurz mal in eigener Sache. Jetzt geht es zu den Energien, die jetzt zusätzlich aktiv sind. Unser Energieplanet Mars, der wandert in dieser Woche auf Uranus, unseren Revolutionär, zu. Das alleine schon ist eine ziemlich heftige Kraft. Also er steht gleichzeitig im harten Winkel zu Saturn und zu Jupiter, wo auch der Mond drauf zuwandert. Und das ist jetzt ein hochaggressives Pulver, kann man sagen, welches sich natürlich auch innerhalb der Woche so langsam aufstauen kann. Deshalb gebe ich hier jetzt einfach auch mal zur Information, sich sehr genau umzuschauen, wo man sich gerade aufhält, ob mit welchen Menschen man unterwegs ist, ob es das die Umgebung, in der man ist, ob es das Umfeld ist, wo man sich wohlfühlt, wo man das Gefühl hat, da gehöre ich hin, da will ich dabei sein. Alleine diese aufgeladene Energie der Umarmung zwischen Mars und Uranus im Stier ist schon ein hochexplosives Kraftfeld. Die mächtigen Kräfte von Saturn und Jupiter können hier jetzt nochmal zusätzlich anheizen, wenn sich zum Beispiel die Fronten verhärten. Man muss sich das so vorstellen, ohne jetzt hier irgendwelche, dass jemand in Angst oder so verfallen muss. Man muss einfach merken, wo bin ich gerade dabei? Will ich den Rückzug, was natürlich zu dem Neumond mit Neptun-Verbindung passen würde? Oder bin ich irgendwo im Energiefeld unterwegs, wo gerade so eine Spannung sind? Wo passe ich hin? Brauche ich das, was da jetzt gerade abläuft? Also diese beiden Zeichen, Wassermann und Stier alleine, mit diesen Kombinationen sind ja beides feste Zeichen, also in der Qualität feste Zeichen. Da weicht man gerne auch keinen Millimeter von seiner eigenen Position ab oder versteht gar nicht die Position des anderen. Und hier ist natürlich ganz wichtig, diese Achtsamkeit zu behalten, wenn man merkt, so eine Position ist nicht, es ist nicht mehr validierbar. Man kann nichts mehr miteinander in Bewegung bringen, dann einfach versuchen, dieses Ganze zu entschärfen. Ich möchte hier auch nochmal auf die Jupiterkraft Bezug nehmen. Grundsätzlich kann man ja sagen, dass Jupiter, unser Glücksplanet, der im Wassermann jetzt positioniert ist, dass er dort recht gut steht. Ja, also er trägt da eine positive Energie. Und wenn zum Beispiel jemand einen Jupiter im Persönlichkeitshoroskop im Wassermann stehen hat, dann genießt er eine Art, ebenfalls wie bei Neptun-Verbindungen oder Fische-Verbindungen im Wassermann, eben auch irgendwo einen höheren Schutz. Es ist allerdings hier jetzt so, dass da ziemliche Herausforderungen mit anstehen. Ja, es ist also diese Spannung, die mit Uranus und Mars in Verbindung stehen, die stehen auch mit Jupiter im Kontakt. Und das bezeichnet man jetzt auch gerne als Glücksritter-Aspekt. Und das ist also schlechthin eine Sache, wo man etwas mit den Gedanken der Hoffnung, also ich will was Neues kreieren, jetzt etwas durchsetzen will, auf Säule komm raus, ich mache das ganz einfach mal, ohne sich darüber Gedanken zu machen, in welche Richtung das jetzt wirklich wandert. Dieser Erneuerungswille ist natürlich da und dass man da vielleicht manchmal leichtfertig in Sachen reingeht und die einfach mal über den Haufen wirft, ohne sich darüber Gedanken zu machen, wie das danach, was danach eigentlich ansteht. Es zeichnen sich auf jeden Fall große Veränderungen im System ab, die aber auch erstmal einer entsprechenden Prüfung standhalten müssen. Jetzt geht es um Saturn. Der Saturn ist jetzt hier auch wieder natürlich in diesem Spannungsaspekt, was ich vorher schon gesagt habe, sehr, sehr stark im Feld. Und der verbleibt uns auch noch mindestens die nächsten 2,5 Jahre im Wassermann und demzufolge wird auch immer, wenn irgendwelche neuen Dinge
in die Wehe geleitet werden wollen, wird er immer sein prüfendes Auge auf alles, was da kommen will, werfen. Also wir haben den immer im Nacken. Das muss man sich bewusst sein, wenn irgendetwas durchgeboxt werden möchte, was an Neuerung ist. Die Tatsache ist, dass wir auch ein Saturnjahr, wie wir das ja wissen, ab März das Saturnjahr haben und dass das dadurch unterstrichen wird, dass wir in eine Erneuerung auf jeden Fall gehen, aber dass die sich stückweise mit Saturn nur schrittweise entwickeln kann, weil die Dinge ja auch irgendwo auf der Erde handelbar sein müssen. Manchmal ist es ja so, wir haben auch mit dem Wassermann-Energie da, wo vieles halt mit technischen Erneuerungen, mit geistigen Neuheiten, mit einem großen Freiheitsbewusstsein, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit da unterwegs ist, dass man da natürlich gerne auch in Bewegung kommen möchte und sich da frei macht von all den Zwängen, was auch ja uns natürlich belastet hat die letzte Zeit. Ja, in der Steinbockzeit wollen wir uns natürlich jetzt auch davon verabschieden, dass da diese Zwänge uns weiter belasten. Es ist allerdings so, ja, diese Kräfte, die stehen ja mit diesen traditionellen Kräften in Verbindung, die mit der Stierenergie verbunden sind. Und dort läuft die Spannung zu Mars und Uranus ab. Das heißt also, es geht hier auch um ein Umdenken in allen Bereichen, die in den Köpfen stattfindet, wie denn Freiheit gelebt werden will. Freiheit mit einer gewissen Weite und Öffnung und Verbundenheit zu den Menschen auch eine Rolle spielt, was wir natürlich gelernt haben jetzt in den letzten Wochen und Monaten, dass wie wichtig Kontakte sind und welche Kontakte uns eigentlich wichtig sind, das merkt man natürlich in Zeiten, wo es nicht mehr so möglich ist. Das heißt dann jetzt hier, dass dieser Prozess natürlich mächtig im Gange ist, aber er kann nicht übers Knie gebrochen werden. Das sollte man sich wirklich auch im Klaren sein. Das traditionelle Traditionen und Erneuerungen jetzt irgendwie einen gemeinsamen Weg finden wollen, der natürlich da auch über einige Stolpersteine wandert. Spannend ist jetzt auch, dass es geht ja natürlich vorwärts. Alle Planeten sind ab dem 14.01. wieder direktläufig. Das heißt also, es kommt was in Bewegung und schreitet voran. Und es bleibt natürlich auch sehr aufregend, wie sich die Richtung entwickelt. Und es wird natürlich von jedem Einzelnen abhängen, in welche Richtung er sich bewegt. Erfreulich kann ich hier erwähnen, und das ist natürlich eine Hilfe, eine sehr große Hilfe in so einer spannungsreichen Zeit, dass unser Liebesplanet, die Venus, sehr vorteilhaft zu Mars und auch zu Uranus steht. Also es kann hier mal zu wunderbaren, schönen Überraschungen in Liebesangelegenheiten kommen. Allerdings, ihr wisst ja, Venus steht ja auch für Geld und für Besitz und so. So, da können auch sehr interessante Neuentwicklungen ins Haus stehen. Da muss man natürlich gucken, wie man selber dazu platziert ist, ob man in diesem Prozess die positiven Dinge miterlebt. Also das ist ganz unterschiedlich. Auf jeden Fall ist es schön, das männliche und weibliche Prinzip steht hier positiv zueinander, wo man sich auch stückweise aufeinander verlassen kann, zumindest das aktivieren kann, aufeinander sich zu verlassen. Ja, das sind natürlich die hilfreichen Momente in solchen spannungsreichen Zeiten. Ich erwähne nochmal hier unter diesem in diesem Horoskop, im Wochenhoroskop, dass du, wie gesagt, die Möglichkeit hast, mit den Sternen zu planen. Hol dir einfach das Buch, was auf meiner Webseite ist, unter www.gabel-reuk.de. Und wenn du was Genaueres wissen willst, wie sich das bei dir auswirkt, einfach ein Beratungsgespräch buchen auf Beratung auf meiner Webseite in den Menüpunkt. So, und jetzt verabschiede ich mich an dieser Stelle für die neue Woche und ich wünsche dir natürlich hier einen erfolgreiche Woche und vor allen Dingen viel Umsicht in dieser aufregenden Phase, die uns jetzt hier auch bewegt und für alle auch irgendwo ansteht. Ja.